So, hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei Maita Metzantrock und Fred hat das Essen nicht geschmeckt. Hey, be careful. Ja, ist ja gut. So, wir gehen dann eben wieder. Interessant, dass du sowas sagst. Ja, jetzt müssen wir wieder weitermachen hier mit Fred, der auf die Tastatur einschlägt oder so. Mache ich auch manchmal, aber das könnt ihr ja zum Glück nicht sehen. Es gab wieder ein paar News von den Entwicklern von My Time at Sandrock, Porsche und so weiter. sehr interessante News. Da könnte man nochmal nachlesen, woran die so arbeiten. Es wird ein Frühlingsupdate geben. Da wird es nochmal ein paar interessante Neuigkeiten geben. Ganz genau. Unter anderem plant man da auch neben kostenlosen Erweiterungen auch einen bezahlbaren DLC auszugeben. Und, okay, können ein paar Minütchen verkaufen, haben wir genug. Der soll unter anderem etwas beinhalten, das was mit Fangen von Tieren zu tun hat. Man soll dann nämlich in der Wildnis Tiere fangen können und die dann zu Hause in den Stall stecken können. Interessante Idee, ich müsste sie jetzt nicht unbedingt haben, aber man könnte dann theoretisch, warum man das jetzt bezahlt macht, weiß ich nicht, aber mit irgendwas müssen die natürlich auch hier weiterhin ihr Geld verdienen. Dann könnte man jetzt hier so einen Jackmel fangen oder so einen Knallhuhn und das zu Hause sich als Haustier halten, sozusagen. Interessante Idee jetzt. Wie gesagt, ich müsste das nicht haben, aber ja. Und zweite Neuigkeit soll dann sein, man soll dann auch mit den Haustieren, die man hat, hallo Grace, heute wieder ganz in grün, mit den Haustieren, die man hat, auch kämpfen, Kämpfe bestreiten können. Also nicht gegen die, sondern die kämpfen dann mit einem, wenn man zum Beispiel jetzt in irgendein Gebiet geht, das dann von Ratten verseucht ist oder von Hyänen oder sowas, dann kann man Nemo mitnehmen oder Benjo und die kämpfen dann mit einem mit. Ohne interessante Idee. Das Spiel ist mir eben ein bisschen, kleines bisschen zu kampflastig, muss man ehrlich sagen, aber das wäre natürlich witzig. Man sagt hier fast Nemo und dann holt er sich da so einen Gegner oder was. Ja, auch eine interessante Idee. Und was auch noch kommen soll, ist, wenn man zum Beispiel Fang geheiratet hat oder Logan, dann sollen die auch die Möglichkeit haben, du musst mit denen aber dann also wirklich auch die Ehe angegangen sein, dann sollst du da die Möglichkeit haben, X auch als Haustier halten zu können oder eben Logans Ziege, die du dann als Reittier benutzen darfst, exklusiv. Aber das gilt dann nur für die Leute, die wirklich diese auch geheiratet haben. Also das könnte dann für denjenigen, der Fang zum Beispiel heiratet hat, nochmal interessant werden, falls derjenige natürlich X als sein Haustier haben möchte. Das könnte natürlich eh was nervig werden, aber okay. Und Logans Ziege als Reittier ist natürlich auch nicht schlecht, falls man eben ja, Merle nicht hat oder eine zweite Ziege haben möchte, warum auch immer. Kann man das natürlich dann auch machen. Also wer eine Beziehung mit Logan eingehen will, weil er an die Ziege will, dann haltet euch ran. Ups. Also es wird hier eine Erweiterung geben, die sich auf die Tiere und auf die Haustiere und das Tierezüchten konzentriert. Und ja, finde ich schon mal sehr interessant, was dann so Bezahl-DLC beinhalten soll. Jetzt nur Tiere fangen, weiß ich nicht. Da müsste noch ein bisschen mehr reinkommen, weil jetzt, wie gesagt, nur jetzt ein Jagdmann oder Knallhuhn fangen oder sowas. Oder vielleicht ein Skorpion oder so, keine Ahnung. Ja, oder was soll ich mit einem super Hummeisen, ne? Da müsste man schon noch mal ein bisschen mehr einbauen, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr Info später zu dem Thema. Kann ja durchaus sein. Das war jetzt aber nur so ein kleiner Sneak Peek, um uns so ein bisschen neugierig zu machen. Außerdem arbeitet man weiter an Fehlerbehebung, sondern auch möchte man die Grafik noch ein bisschen aufschrauben, da wohl der eine oder andere auch ein bisschen Probleme damit hat. Ich glaube, für viele ist auch immer noch die Ladezeiten des Programms ein Problem, weil man jetzt nicht das komplette Ding hier auf sehr schnellen SSD hat mit einem schnellen Prozessor. Hört sich auch bei anderen immer wieder, dass man dann allein schon, wenn man es vors Haus tritt, enorme Ladezeiten hat. Und das hat man ja schon verbessert oder hat versucht, das zu verbessern. Aber kommt auf das System natürlich an, wenn man auf einem älteren Laptop spielt mit einer richtigen Festplatte, dürfte da ziemlich schwierig sein. Da will man auch nochmal dran arbeiten. Ui. So, also man ist weiter hier beschäftigt mit Sandrock. Und es wird weiterhin Content geben, ob das jetzt bezahlt sein muss oder nicht. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh, ich brauche noch mehr Edelsteine. Mhm. Um das Ding machen zu können. Leichter Hammer. Ein Gulu. Ja, da brauche ich auch diese Dinge. Mhm. Okay.
Ah, gut. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein paar Sachen. Was kann dieses Schwert jetzt eigentlich nochmal? Wo bin ich jetzt unsichtbar? Wir können 4% Eile bekommen, was immer das heißt. Wir haben eine Chance von 100%, was auch relativ gut ist. Eine Chance, noch kritische Treffer um 33% zu erhöhen. Ja, das hätte ich gerne auch bei einem Schwert bei Baldur's Gate, muss ich sagen. Und kritische Grundschaden wird nochmal um 60 Punkte erhöht. Also kritische Treffer vor allem hier. Ach, diese Pillenmaschinen wollen noch loswerden. Jo, interessant. Es ist nur ein bisschen lahm. Das ist so, naja. So, was haben wir hier noch? Ah ja, wir können noch ein bisschen was verkaufen. Bei Dunby ist klar. Und dann könnten wir unser neues Schwert mal ausprobieren. Nia will noch was. Okay. Okay, hier haben wir noch was. Den Albender Bratreis haben wir hier noch. Hä? Den hat hier doch schon eigentlich gegeben. Okay, irgendwie. Habe ich das Gefühl, das Spiel speichert nicht immer dann, wann ich das abgespeichert habe. Wenn ich neu lade, bin ich immer wieder ein Stück zurückgesetzt, habe ich das Gefühl. Das ist auch komisch allerdings. Hey, dann bin ich weglaufen. Halt, 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 hier. Halt. So, du hast das frische Melonenstell. Bitteschön. So, jetzt sind wir auch schon mal los. Da müssen wir mal gucken. Ach, guck mal an. Elsilein, sehe ich dich auch mal wieder sehe. Oh, ein Traum in Rosa heute. Mu, ja, Mu heißt Hunger, das weiß ich auch schon bei Sandy. Er sagt aber Wagu, der kann Mu anscheinend noch nicht so ganz aussprechen. So, wer sind die wieder? Venti-Klone. Also, ich weiß nicht, ob sie damit sich wirklich einen Gefallen getan haben. Also, dass hier ein bisschen mehr Leben reinkommt, finde ich schon mal cool. Also, ich meine, wenn die so ab und zu mal einen Satz sprechen, ist ja auch okay, aber der könnte zumindest mehr als nur einen haben. Wäre schon mal eine Verbesserung. Wo ist denn, Laura? Keine Ahnung. Aber das ist schon teilweise, weiß ich nicht. Wollen wir die alle gleich aussehen? Ist natürlich dann so relativ simpel, hier ein bisschen Leben ins Handdruck reinzukriegen. Wo haben wir die denn jetzt? Die Nier. Das Burgess, Justice. Hab ich eben noch gesehen. Ah, vielleicht sie wieder auf dem Platz. Aber nur mit so Klonen hier rumlaufen und nichts zu sagen haben. Weiß ich auch nicht. Pinkelst du gerade an den Baum, Burgess, oder bist du den am Gegner? Ist auch vielleicht dasselbe. Hey, Legion! Ja. Oh, heute bin ich geschmiedet, Hugo. Was ist los? So. Ja. Komm mal eigentlich da hoch. Ist jetzt Nia hier irgendwo, oder müssen wir da zu Sieg? Ja. Kann auch sein. Ich dachte, ich hätte dir den Heim in der Bratreis schon gegeben. Hey Miguel, schicker Fummel hier. Sandrock is a fine place for someone in your life. Ja, in meinem Berufsfeld ist man hier genau richtig, mein Freund. Tschüss. Ja. Er ist immer noch komisch. Aber okay. Was war das da gerade mit dummes Funken? Es gab ja nochmal einen Patch und ich weiß nicht, ob da mit diesen Patches manchmal wieder neue Fehler hier reinkommen. Hm. Ja, komm. Mal. Da, ich habe ja noch nicht mal gepfiffen. Wie machst du das so schnell? Okay. Hi, Milka. So, Radieschen. Die stehen doch alle nur im Weg, diese Leute. Hier weg. Push. So, hier, Schabernack. Weil wenn sie hier auf der Karte nicht mehr auftauchen. Burgess. Pablo. Sehe ich keine Herzchen, dann ist es vielleicht hier, oder? Hm. Hier wird kein Name eingeblendet. Hier will es nicht. Hm, komm, wir machen es trotzdem. Bams! Ja, uff. Dann schauen wir noch. Irgendwann habe ich ein Déjà-vu. So, ach, da ist sie ja. Was ist das für ein Baum da hinten? Ach, Sieke. Hey, hey Nia, ich hab ganz zufällig. When I plant some more trees, we'll... Genau. Hey, wenn der Bratreis. Habe ich irgendwie schon mal. Ich habe irgendwie. Déjà vu gesagt, also. Den habe ich dir schon mal geschenkt. Könntest du ein Bett gebrauchen? Und noch ein paar Granitfliesen. Wüstenschlammfisch.
Hä, den hatte ich doch eben noch. Hab ich denn hier noch alles? So, hi Wind am Bratreich. Hä? Den habe ich doch eben noch in der Hand gehabt. Wir haben noch. Da ist er ja. Genau, so. Lass sie schmecken. Morgen habe ich das wahrscheinlich nochmal. Keine Ahnung. Was habe ich hier noch für ein Mist hier drin? Das hier. Die brauche ich nicht. Da kann ich noch nie was anfangen. Hm? Das jetzt gemacht. So, weg damit. So, haben wir das auch? Muss ich irgendwas kaufen? Nee. So, dann müssen wir noch diese blöde Maschine loswerden und dann haben wir es. Ups. Oh, Moment. Wir können auch mal noch mit dem Bus fahren. So. Wir müssen eh hier in die Stadt. Ja, kommen wir vom Tempel runter. Geht schneller. Einmal für Jagdmals bitte mit Rabatt. Wunderbar. Ja. Upp. Uiuiui. So. So, ganz ruhig, Merle, ganz ruhig. So, Zoli, pass mal kurz auf die Ziege auf. Gehen wir mal diese Maschine verkaufen, dann sind wir die auch los. Wunderbar. So. Dass man hier jeden Krempel verkaufen kann. So. Mir habe ich die schon mal verkauft, habe ich das Gefühl. Zurückblicken auf ihre Zeit bei Sandra. Das geht hier auch. Okay. Die letzten 12 Jahre. Gut. Wow. Das ist der Wahnsinn. Was hier machen kann, falls man Gedächtnisschwund hat und weiß nicht mehr, was man die letzten 3 Jahre gemacht hat, kann man da nochmal reinschauen. Finde ich auch nicht schlecht. So, Merle, dann können wir hier nochmal kurz ein paar Monster aufmischen und dann gucken, wie das funktioniert. Katholilein! Ganz genau. Auch heute ist der Klatschtag, okay. Ah, da ist er ja. Unser Prinz Logan, hey! Was, heute ganz im Schwanz? Genau. Wir werden noch bei Andy vorbei gucken irgendwann. Schick, ja, wow. Kannst du mal ein Date mit Katori machen oder so? Oder mit Jane? Da ist er ja gerade. Wenn man zum Teufel. Howdy, my dream. Ja, Schauspieler, vergiss es. Verdient man nichts. Da kannst du. Kannst du knicken. So, wir hatten doch noch was mit. Genau, der wollte noch ein paar Nägel haben. Wir müssen auch noch ein paar Kräuter sammeln. Und für ihn müssen wir noch Gedöns machen. Da können wir ja direkt hier einen Aufwasch machen. Also ich brauche jetzt nicht noch eine Ziege, aber... Ja. Wir müssen hier allerdings jetzt Logan heiraten. Ne? Ein bisschen schwierig. Was willst du denn jetzt? Ah ja. Bomb. Oh. Ja. So, wer will jetzt noch eine Tastatur über die Rübe? Du auch. Moment. Bombs. So, Delete. Aus mit dir. So schnell geht das. Die Pitterpone. Brauchen wir da eine Säge. Gut. Pflanzenfasern. Ja, genau, die Säge nehmen hier. So. Flup. Oh. Nemo war auch wieder fleißig. Sehr schön. Bitterbohne. Kriegen Level ab. Okay. Oh, damit habe ich nicht mal gerechnet. Stufe 62. Okay. So, nur noch 305.600 und ein bisschen zerquetscht und dann kommen wir auf die nächste Stufe. Wie viel gibt es überhaupt? Man weiß es nicht. Werden wir irgendwann mal rausfinden. Ich müsste für Fred noch eine ganz neue Stufe erfinden.
brauchen wir eigentlich diese komischen Blumen, ne? Das sind aber nicht die hier. Was brauche ich dann nochmal? Hyazinth-Orchideen. Ah ja, okay. Kriegt man eigentlich in der Eufaula von Baumstamm? Die kriegt man vom Baumstamm? Okay, dann gehen wir jetzt langsam. Hm. Blüht nicht, die auch nicht. Ich habe hier einen Hasi. Sandblume. Der Kollege hier. Ja, da können wir ja nochmal einen großen Klopfer rausholen. Guck mal, eine neue Gaming-Tastatur. Ja, Game verloren. Ja, die haben Spaß hier. Kleinen Kerlchen. Das ist aber gefährlich hier mit dem Fass. Freunde, da will ich jetzt nicht spielen wollen. Hier dort eine große Huskreen-Explosion. Ist das hier Knochen? Brauche ich nicht. Das arme Jagdmann steht auch jeden Tag hier, ne? Ja, mit dir. Plastikmüll brauche ich nicht. Auch die Hyazinth-Dinger brauche ich. Was ist das hier für ein Ding? Bitterbohne. Hm. Die kriegen wir hier nicht. Hm. Wo sind die jetzt nochmal her? Wir sind doch Ideen. In der Eufaula-Wüste. Quelle Baumstamm. Es handelt sich um Holz. Ja. In der Eufaula-Wüste. Wir sind ja in der Eufaula-Wüste. Also muss das eigentlich hier sein. Dann, ja, müssten wir wieder ein paar Bäume hier fällen oder welche Büsche? Da. Hey. Flop. Gut, da sind ja noch ein paar Bäume. Was hat das mit Bäumen zu tun? Ne? So, gucken. Flip. Wir haben nur reichlich Holz, Bernstein. Ich bin denn von was hier? Totholz. Hm. Jetzt sehe ich hier nichts, das hat irgendwie mit Hyazinth-Orchideen zu tun, hätte. Die Dinger sehen zwar so aus, sind es aber nicht. Hm. Ja, Bitterbohnen. Flip. Hm. Ne? So. 800 Meter Entfernung. Baumstamm. Ich meine hier mit Baumstamm. Vielleicht ist das doch gar nicht wieder wörtlich gemeint, sondern scheiße übersetzt. Kann natürlich auch sein. Oh, was haben wir denn hier für Kollegen? Eieiei. Ist ja richtig ein Auflauf hier. Wow. Zwei mit einem Schlag. Jo. So, hier. Delete-Taste. Boom. Schon lustig. Jo. Die haben wir auch erledigt. Sehr schön. So. Irgendwelchen Krempel haben wir jetzt, aber ich glaube, wir brauchen. Vielleicht für die auch das hier im Baumstamm, oder? Out Burgess, ja. Ups. Hm. Plum. Da haben wir noch so ein Ding. Nö. Da haben wir noch Bitterbohnen. Hm. Komisch. Da
haben wir nochmal einen Kollegen. Hier, Opana. Der Bitterbohnen. Glänzt an dieser Felsen so komisch hier. Ist das hier Sand? Rohmineralien. Okay. So, hallo mein Freund. Blöpp. Jo, gar nicht mal so ein schlechtes Teil. Also wenn man sich einen Gegner am anderen vornehmen will. So, Merlilein, komm mal mit. Oh, ist schon wieder spät. Es ist spät. Dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder das Sammeln beenden, glaube ich. Sonst fahren wir gleich wieder in Ohnmacht. Und dann muss uns der Boxer schon wieder nach Hause tragen. Ups. Rückwärts einparken, ausparken. Moment. Ganz langsam. So, ein bisschen so hektisch. Eine hektische Ziege. So, fahren wir mal wieder nach Hause. Vielen Dank und tschüss. So, es wird spät. Ja. Ups. Nee. So, ganz mal wieder zurück in den Stall. So. Ups. So, was haben wir jetzt? Da dürfen wir so mehr als genug haben. Wunderbar. Ups. So. Hier fehlen noch die. Hä? Kupfer immer noch? Oder so viel gemacht? Hä? Okay. Reicht nicht Kupfertrag gemacht. Was ist denn das alles hier noch? Was ist denn hier komisch? Also im letzten Spielstand hat er irgendwie alles zurückgesetzt oder was? Ein Kupferbarren. Na gut, gucken wir mal. Oh, wir haben schon fast halb zwei. Oh je. Dann gehen wir mal ins Bett. Ups. So, da liegen schon alle drin. Jawohl, sehr brav. So. Mi. Plupp. Katori ist auch schon unterwegs. Sehr schön. Frühen Morgen. So, was will denn unser Kleiner? Was will unsere Elsie? Nix. Okay, ist auch, ja. So, einmal Fläschchen, bitteschön. Was? Was machst du da jetzt unten? Boden? Bohnen mit den Windeln? Okay. Wollte nichts zu sagen? Okay, auch nicht schlecht. Ja, man muss auch nicht mal plappern. Ist auch nicht so. Auch eine gute Sache eigentlich. So, wir hätten ein paar Sanderkode für dich. Dreck, damit spielst du noch früh genug. Hä? Ich hatte dir doch schon mal grüne gegeben und so. Irgendwas ist hier komisch. Hm. Tja, das ist komisch. Na komm, kriegst du eine dicke Rüstung. Viel Spaß damit. So, krabbelt auch mit dir ein bisschen durch die Gegend. Ist vom letzten Spielstand irgendwas komisch. Aber na gut. Zack. So, Kupfer haben wir. Noch mal eins zu den Tierchen hier. Gecko! Tisch. Du hast was zu tun, wie es aussieht, oder du kannst gar nichts tun. Gut. Dann sind die Tierchen alle unterwegs schon. So, kann man das hier machen? Plöpp. So, dann können wir was für Fang auch schon machen. Dann haben wir das auch. Akatora hat Geburtstag. Oh. Jo, da könnte man ja auch noch was Schönes schenken. Ja, ich habe ja diese Ohrringe. Vielleicht wäre nie was für die. Das wäre natürlich nicht schlecht. Holen wir uns ein Reittier.
So, mein grauer Star, dann halten wir mal wieder los. Ups. Mal gucken. Hä? Laut dem Bild ist er jetzt hier irgendwo im Gewächshaus. Warum nicht? Ja, ja. Was fehlt denn halt noch? Die Dinge. Da ist fauler Wüste. Komisch. Das ist ja auch nicht hier. Aber fauler Wüste ist ja drüben. Also von daher. Die Dinger dann komisch. Auch komisch, dass man nur eine gewisse Zoomstufe, eigentlich nur zwei, das lesen kann. Danach ist wieder alles weg. Aber gut, dann ist jetzt so. Upp. So, was ist hier wieder? Große Predigt von Mr. Burgess. Okay. Hier ist gerade keiner. Mit dem wir was zu tun haben. Und dann gehen wir direkt zu Captori, gucken, ob diese Ohrringe hier gefangen. Hä? Ne, das ist jetzt gefangen. Ah, gerade verwirrt. Irgendwie verwirrt mich der letzte Speicherstand, wo ich alles nochmal machen muss, irgendwie. So, hey, Fangi! Was brennt die denn unter den Nägeln heute? Thank you. So, der knabbert die anscheinend irgendwie als, weiß ich nicht, wie Popcorn weg. So, guter Vogel, ich mag den. Bist hübsch, schieb, 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 lalalala. Wollt ihr das wirklich, den als Haustier? Hui, hui, hui. Aber vielleicht bringt er ja immer glänzende Dinge an, wenn man ihn rausschickt zum Arbeiten. Das könnte natürlich dann die Schmuckschatulle füllen. Irgendwann sind dann wahrscheinlich alle Einwohner gegen einen. Hey, Captori, weil er alles geklaut hat. Hallo! Genau, du hast aber heute Glück. Heute ist ein Glückstag, denn du bekommst ein Geburtstagsgeschenk. Thanks. It's really nice. Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Das ist der Gedanke, der zählt. Okay. Ich dachte, ich stehe auf die Ohrringe. Keine Ahnung. Okay, dann war das jetzt nichts anscheinend. Gut. Haben wir das auch. Ups. So, mal zu unserem kleinen Genie. Wo ist er denn? Ah, heute wieder ganz elegant. Wie ist hier die Kirche oder was? Hier sind eine Schalltafeln. Und die sind auch zu frischen Badehosen geworden. Man weiß nicht. Okay. Sehr merkwürdig. Gut. Denley, wir sind Denley. Aber was zu sagen hier? Dieser Ort ist großartig, wenn man über die zahlreichen Mängel hinwegsehen kann. Du bist ein Mangel. Mach dich gleich weg hier. Unverschämtheit. Und so was lassen hier mit der Bahn anreisen. Sind wir an hier irgendwo? Nee. Können wir was mopsen? Auch nicht. Der Blumen haben wir jetzt auch genug inzwischen. Ich habe auch dauernd welche geschenkt. Ups. Naja, gut. Dann müssen wir mal sehen, wo unsere Blümchen herkriegen. Wo ist Blümchen? Da, was ist das? Bist du im Bus gefahren? Wo kommst du denn jetzt her? So. So, auf geht's in die Werkstatt. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Okay. Hat er wieder zu erzählen? Ja, jemand zu hassen bedeutet, dass man viel zu viel Zeit damit verbracht hat, über jemanden nachzudenken. Ganz genau. In der Zeit hätte man was anderes machen können. Pommes essen oder so. So. Wop. Stopp! So weit wollte ich jetzt gar nicht. Na gut. So, dann müssen wir noch diese Hyazinth-Dinger finden. Und ansonsten haben wir eigentlich das dann alles. Könnte man wieder Wasser machen. 200, Halleluja. Und der nervt hier auch mit seinen. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Die ist ja genug. Was willst du denn? Sieht alles super aus. 56, 67. Wenn wir was halt haben in einer großen Menge, ist es Dreck auf jeden Fall. So, wir sehen, haben wir das auch. Diese Mecker.
rein? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Na gut, wir müssen hier mal ein paar Kraftsteine reinlegen. Hat er vielleicht die Klappe? Ich weiß nicht. Gingers Tagebuch. Ah ja, das habe ich auch noch. Ah. Hä? Die Dinger sind ja auch wieder hier drin. Hä? Also der letzte Spielstand. Ich bin ins Bett gegangen, habe gespeichert. Und der hat das irgendwie alles rückgängig gemacht, was ich vorgemacht habe anscheinend. Hä? Was ist das denn? Okay. Ich bin das auch schon mal. Also das Spiel spinnt aber ein bisschen heute. Was machst du? Ja, okay. Yoga. Kabel-Yoga ist mal wieder in. Gut, dann müssen wir diese chinesischen Dinger nochmal alle aufkleben, aber das habe ich schon alles gemacht. Irgendwie. Irgendwie hat Fred heute Déjà-vu. Ich weiß nicht, was das los ist. Also. Oh, Potato Paula. Naja. Dann machen wir halt. Und täglich grüßt das Jagdmeldetier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Meh. Euer Fred. Vielleicht fangen wir einfach komplett von neuem an. Ich werde wahnsinnig.